Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute, wie ihr sehen könnt, auf der sündigsten Meile Deutschlands unterwegs. Wir sind in Hamburg auf der Reeperbahn und heute soll sich alles um das Thema Kuss drehen. Wann hatten die Leute ihren ersten Kuss? Können die sich noch daran erinnern? Haben sie gute oder negative Erinnerungen? Ich bin sehr gespannt auf die Antworten. Mein Name ist Daniel Herzog und ich wünsche euch wie immer viel Spaß mit dem Video. Hallo, hi. Ganz kurze Frage an euch. Könnt ihr euch noch an euren ersten Kuss erinnern? Ja. Ja? Wie alt bist du jetzt? Wie alt warst du damals? Ja, das ist auch keine nette Frage. Ganz schön hell. Das ist hell, ja. Das ist es ja auch dunkel. Aha. Nein. Okay. Du darfst bald heiraten, oder was? Sehr gut. Sehr gut. Wann ist es denn soweit? Wann wirst du heiraten? Im Mai. Im Mai. Wann genau? Am 6. Am 6. Okay. Zwei Wochen noch. Alles schon fertig geplant? Ja. Okay, dann wie alt warst du beim ersten Kuss? 17. 17? Ja. Okay, wie war das bei dir? Ich weiß es nicht mehr. Weißt du nicht mehr? Vor 16, aber ich weiß es nicht mehr, nee. Okay, hat man da positive Erinnerungen dran oder? Ja. Ja? Ja. Gut. So, hier sind Mama und Tochter auf der Partymeile unterwegs, oder? Ja. Ist das wirklich Mama-Tochter-Verhältnis? Richtig. Ja, und dann geht man abends mal mit der Tochter auf der Reeperbahn? Ich bin zu Besuch hier, ja, und wir machen einfach nur einen Bummel. Oh, mehr. Komm her. Hi. Hi. Ich gehe von aus, du heiratest bald. Nein. Nein. Ich bin 30. Fertig geworden. Also ach bin so. Ich los. Ne? Wir müssen 30. Jetzt auch in den Club. Danke. Ja. Und wann war der letzte? Ist Corona, schon ein bisschen her. Ist schon ein bisschen her. Bei dir auch? Nö. Nicht, was? Freitag. Mit deinem Freund. Nee, mit meinem zukünftigen Ehemann. Sehr schön. Was wird denn jetzt hi gefragt? Hallo? Was machst du hier? Bist du Party machen oder was? Ja, Party, let's go. Sehr schön. Einfach die Leute gut genießen, die gute Laune, alles was Spaß macht. Top. Können Sie sich noch an Ihren allerersten Kuss erinnern? Ja. Ja? Ja. Schon ein bisschen her? Ja, ein bisschen lange her. können Sie sich noch erinnern, wann der war? Also wie alt waren Sie da? Oh, das ist jetzt hart. Okay. Kannst du dich noch an deinen allerersten Kuss erinnern? Mit meinem zukünftigen, ja. Das, mit dem hattest du auch deinen allerersten Kuss? Nein. Nein, okay. Wie alt warst du bei dem ersten Kuss? 13. 13? Keine Ahnung, ich schätze. Kannst du dich nicht mehr so dran erinnern? Ich glaube nicht, keine Ahnung. Kannst du dich noch an deinen ersten Kuss erinnern? Ja, das kann ich. Gut. Wann war der oder wie alt warst du da? Wie alt ich da war? Das möchte ich nicht im Internet teilen. Warum nicht? Okay, andere Frage. Wie alt bist du jetzt? 19. 19. Ja. Dann schätze ich jetzt, ja, und du gibst mir so einen Augenzwinkern, ob das stimmt. Ja. Ich sage mit 16. Ciao. Dann schönen Abend noch. Ciao. I'm so sorry, hi. Warum muss ich jetzt hier stehen? Ja, du musst jetzt herhalten für deine Freundin. Nein, Bianca! Bianca hat keine Zeit. Das kriegt die zurück, ey. Was kann ich für die Schuhe, mein Schatz? Ihr seid nicht für einen Junggesellenabschied hier? Nein. Nein. Geburtstag, 30. Okay, auch gut. Ja, ne? Ja. Was hast du da im Gesicht? Ich freue mich! Hä? Ich freue mich! Ja, gut! Ich freue mich! Ich merke das! Sorry. Okay. Wie lange bist du jetzt mit deinem zukünftigen zusammen? Fast 5 Jahre. 5 Jahre? Ja. Nach welcher Zeit, also zwischen erstes Kennenlernen und ersten Kuss, wie viel Zeit lag dazwischen? 4 Monate, 3, 4 Monate. 4 Monate? Bist du jemand, der sich viel Zeit lässt? Ja. Heute geht es darum, um den ersten Kuss. Okay, ob ich den schon hatte, oder? Da gehe ich mal von aus, ja. Aber, ja, aber ihr beide. Wann der? Nein, da bin ich raus. Da bin ich aber auch komplett Corona, raus. Kannst du dich noch an deinen allerersten Kuss erinnern? An meinen allerersten Kuss? Ja, das ist Jahre her, ne, Schätzelein? Ja? Ja. Wie lange denn ungefähr? Ja. Oh Gott, wie lange? 15 Jahre bestimmt. 15? Das heißt, du hattest ihn mit 15. 10. Nein. Nicht, ah, charmant. Nein, ich bin auch schon 30. Gut, wann war der letzte? Heute. Heute? Ja. Mit einem deiner Freunde da? Nee.
Nee. Der ist gerade weg. Der ist gerade weg. Aber der ist auch hier. Okay. Hattest du mit dem auch deinen allerersten Kuss? Nein. Nein, okay. Da war ich doch total jung. Ja, okay, aber es kann ja sein, dass du mit dem super lange schon zusammen nee. Bist. Nee, recyceln. Nee. Hallo, du willst Hi. Ein Interview mit mir? Ja, ah, ja. Genau. Ich habe gehört, du auch. Nein, ich nicht. Du wolltest ja mit mir ein Interview. So ist okay. Du darfst jetzt. Guck. Darfst jetzt. Was oh. immer du schon sagen wolltest, darfst du jetzt erzählen. Wow. Du liebst deine Schnecken. Guck dir diese geilen Mädels an hier. Das sind meine Schnecken. Also der erste Voll-Basic-Kuss war in der Grundschule, so weißt du, wie das ist? Ja. So einfach so in der Grundschule? Ja, in der Grundschule. In der dritten oder vierten Klasse. Kannst du dich auch noch an deinen letzten Kuss erinnern? An meinen, der ist auch schon ewig her. Ehrlich? Ja, 3 Jahre. Gut, dann wird es heute Abend mal wieder Zeit. Ja. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Ich danke dir. Marc Eggers ran an die Banane. Du heiratest bald? Genau. Du auch? Freust du dich schon? Ja, es wird toll. Wann ist es denn soweit? Also nächsten Monat im Mai. Ja? Alle heiraten im Mai, haben wir gerade schon mal jemanden gehabt. Das ist der beliebteste Hochzeitsmonat. Ist das so? Sagen lassen. Ja. Ja. Okay. Hast du einen eigenen YouTube-Kanal? Ich würde sagen, ja. Okay. Und was fragst du hier? Ich frage, wann dein erster Kuss war. Mein erster Kuss? Kannst dich noch dran erinnern? Ja. Ja? Wie alt warst du da? 13. 13. Schon früh, ne? In Stuttgart. In Stuttgart. Und der erste so richtige Kuss, das ist total die geile Story, das war in der 6., 7. Klasse. Da hatte ich eine Freundin, ne, wenn du das so titulieren willst. Und das war so, ich habe sie geküsst auf dem Busbahnhof, da wo die ganzen Busse immer angehören. Und dann hat irgendeiner von meinen Kumpels mir so voll gegen den Hinterkopf geschubst. Und das war natürlich wack, weil das hat natürlich wehgetan, ne? Wenn ja. du da Lippe an Lippe und dann hat sie mir voll auf die Lippe gebissen und ich ihr auch. Das war total wack, aber daran erinnerst du dich immer. Ne? Ja. Also positive Erinnerung. Ja, natürlich, klar, die ist super. Die ist, also was nicht so cool ist, sie ist jetzt lesbisch. Also, aber, nach deinem Kuss geworden. Nein. Das danach, aber. Erinnerst du dich gerne an deinen ersten Kuss? Nee, das war schlecht. Das war schlecht. Der konnte nicht so gut küssen. Ja, sauber. Ja, ist dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Viel Spaß aber auf der Reeperbahn. Frag, ne? Ja, jetzt fragen wir Richtige. Dass wir mal ja, das ist das Thema heute, ja. Was? Der erste Kuss. Ja. Okay, dann frage ich dich, wann war dein erster Kuss? Habe ich hier heute schon beantwortet, mit 14. Mit 14? Mhm. Und warst du zufrieden? Ich hoffe doch. Ja? Ich hoffe, ja. Kann aber. Kann ich nicht. Du musst drehen! Weiter drehen! Ja, schlucken kann. Komm. Sehr gut. Wie viele Followers hast du? Was habe ich? Wie viele Followers hast du bei YouTube? Followers? Ja, ein paar. Was ist denn ein paar? Ein paar habe ich. Okay. Vielleicht ja heute Abend mit dir einen mehr. Glaube ich nicht. Dann, außer ich tue das Reposten. So. So, und was machst du heute Abend noch? Kannst du dich noch an deinen ersten Kuss erinnern? Vielleicht. Vielleicht? Ja, es war vor einigen Jahren. Einige Jahre. Ja. Ach, das ist dein Freund jetzt? Das war mit, Nein, das war mit ihr. Das war mit ihr? Ja. Ja, okay. Ja. Wie alt warst du bei deinem ersten Kuss? 15. 15. Wie alt bist du jetzt? 22. Das ist schon ein bisschen her, ne? Erinnerst du dich gerne daran? Nee. Nee, war nicht so geil. Nee. Was denn? Worum geht's gerade? Erster Kuss. Erster Kuss? Ja. Das fragst du jeden, das ist sehr unkreativ. Wann denn? Nee, das also ist wann richtig. Oder wie? Wie alt du warst. Wann war dein erster Kuss? Als wenn ich mich daran erinnere. Kannst du dich noch an deinen ersten Kuss erinnern? Klar, der war schön. Auch mit dem Mann, den du jetzt heiratest? Nein. Der Arme. Nein. Aber der war trotzdem, der war gar nicht so schön, der Kuss eigentlich. War nicht schön? Nee, war eigentlich ziemlich, war wirklich nicht so schön. Nee. Warum nicht? Will ich jetzt eigentlich gar nicht so weiter ausführen. Aber man wusste ja nicht so richtig, was man tut. Komm her, ich hab eine kleine Frage an dich, ja? Wie alt warst du bei deinem ersten Kuss? 14. 14? Ja. Das ist wie lange her? 7 Jahre. 7 Jahre? Ja. Okay. Ja. Gut. Und erinnerst du dich da gerne dran zurück oder eher weniger? Eher weniger. War nicht so gut? Wann hattet ihr euren ersten Kuss? Im September 2020, würde ich sagen. 22. Dein erster Kuss? Gut. Im Puff. Im Puff. Ja, du musst du bezahlen. Echt? Für Küssen musst du bezahlen, klar. Woher weiß er das? Nein. Das ist jetzt auch keine Lust an dieser Stelle. Also ich würde behaupten, du bist ein kleiner Montana Black Fan. Ja, bin ich. Schon? Wie lange?
Seit 9 Jahren. Seit 9 Jahren? Ja. Also einer der ersten, ne? Ich würde schon sagen, würde ich behaupten. Wie alt warst du bei dem ersten Kurs? Ja, vielleicht so 16. 16, okay. Ja. Wie lange bist du jetzt mit dem zusammen? 8 Jahre auch schon. 8? Ja. Das ist schon lang, ne? Schon voll lang, ja. Ja. Und dann will man noch heiraten? Ja, klar. Ja. Gut. Ja. Dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg bei deiner Hochzeit, ne? Danke. Krass. Wann war dein erster Kuss? Mein erster Kuss mit... Also wie alt warst du? Mit 9. Mit 9? Ja. Du bist mit Abstand der Jüngste heute Abend. Naja, man ist früh aktiv, ne? Man ist früh aktiv, ja, na klar. Wann war der letzte? Vor ein paar Monaten. Vor ein paar Monaten. Ja. Mit deinem... Fast Freund, dann doch nicht Freund. Ja, so ist das manchmal mit den Männern, ne? Ja. Gut, und jetzt bist du hier in Hamburg auf der Reeperbahn, um ein bisschen... Spaß zu haben. Sehr gut. Und wie ich sehe, genau. Hast du das. Ja, genau. Gut, wir sind eigentlich schon am Ende des Videos. Deswegen würde ich sagen, darfst du das Outro heute sprechen. Da hast du die große Ehre. Also. Oha, da bin ich gerne dafür. So. Da bin ich sehr gerne. Das heißt, jeder, der das Video sieht, soll den Kanal abonnieren, liken und den Daumen nach oben nicht vergessen. Und eine Sache hast du noch vergessen. Vor allem die Glocke. Die Glocke anmachen. So. Ganz wichtig. Ganz wichtig und richtig, Digga. So. Und wir sehen uns im nächsten Video. Sehr gut. Entspannt.